Auf, auf! Da 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 da. Oh, okay. Die Ruine. Ja, beinahe. Nein, auch nicht ganz. Ja, deswegen. Ich schwöre, ich hoffe, dass das alles nur ein großes Missverständnis ist, weil wenn die mich verarscht haben, dann bringe ich sie eigenhändig um. Scheiße! Lauf! Ich meine, spring? I don't know. Oh Gott. Okay. Ah, sie kann echt die Zeit. Oh Gott, wir wären sowas von tot gewesen. Ich habe mir schon gedacht, dass jetzt ihre Fähigkeit zum einen Satz kommt. Ach du Scheiße, sie kann die Zeit zurückdrehen. Kann sie sie auch vorspulen? Huh? What the freak? Um Gottes Willen, was war das? Boah, das ist aber eine recht krasse Pforte. Ich meine, der Chef hat ja eh gesagt, der Yako hat ja gesagt, so, sie hat eine der mächtigsten Fähigkeiten. I understand it now. Oh Gott. Clockford. Ich bin ja mehr beeindruckt, dass sie, die immer so verpeilt ist und so, ja, richtig geschalten hat in dem Moment. Nein, ich... Nein. Aber gut, Schlussfolgerung. Also, life is strange. Nein, du bist doch die Büste. Du bist doch die beste Shinigami, keine Angst. Oh, und sie ist weg. Okay. Siehst du, das verstehe ich eben nicht, weil Desuhikos Pforte haben wir eben letztes Mal. Wir haben zwar Händchen gehalten und uns dann verwandelt, aber dann haben wir losgelassen und die Pforte ist weiterhin geblieben. Aber Halara und ihr müssen nur die ganze Zeit Händchen halten, ganz verstehe ich es nicht.
Weil der Desuke hat ja auch gesagt, er muss sich die ganze Zeit konzentrieren, damit sein Forte nicht aufhört. やっぱり時を戻すことの体への負担は大きそうだ。いくらすごい能力とはいえ、そればっかに頼ってられないみたいだね。いや。ご主人様、今度は保安部員に見つからないように慎重に移動するんだよ。オールスクラー。今度こそアジトを目指そう。 Lalala, Hand in Hand durch den Regen flanieren. Das macht nichts, wir können da im Kreis gehen. Vorwärts gehen, links gehen? Ich weiß nicht, ich dachte, ich könnte nach rechts gehen. Wie geil! Lalalala. Wie sie darüber gejoggt sind, das ist ja doof. Ei. Achso. Okay. Verstecken uns hier, hinter diesem Team. Ich scream. Ah! Oh. Wow, sie ist so gut versteckt, der Ast. Oh mein Gott. Zum Glück sind die Friedenswächter wirklich nicht die intelligentesten. Die kleinen Soldaten da. Ah, du meine Güte. Yay! We did it! Epic! Wir haben überhaupt nichts gemacht?少しぼーっとしていますけど。吹雪さんはどこかに身を潜めて体を休めておいてください。建物の中は危険かもしれないので、僕が一人で行ってきます。でも私は生き残った唯一のパートナーなのに。いえ、今はその力を温存しておいてください。本当に必要な時に頼りますから。それとみんなはきっと生きてますから。 ユーマさんがそこまで言うなら、わかりました。では、おとなしく休ませていただきます。Gut, dann pflanzt dich jetzt irgendwo hin. Die Zeit vergeht und die Bomben werden bald hochgehen. Und mein Arm. Und damit wahrscheinlich der Rest von mir. Wenn du mich so behandeln würdest, dann würde ich es auch machen. Shigami, du musst mich einfach nur etwas netter behandeln. Aber du stehst halt darauf, wenn ich verzweifle. Also wird das nie passieren. Wie er wieder runter sich so duckt. Oh Gott. Oh nein, die versperrte Tür. Unsere größte Schwachstelle. Eine Tür, die zu ist. I can't look through the door. And the maker of the door lies happily in his grave. Sure. Oh. Achso, okay. Dann muss ich aber eh wieder raus, ne? Weil von
Nein, ich muss... Ja. Nach draußen. Weil da drüben stehen die Leute, da kann ich ja eh nicht rein. Jetzt springt er so runter. Ah. Oh, okay, ich darf wieder. Entschuldigung. So, schnell. Ich brauche Antworten. Ich verlange. Oh Gott. Okay. Ich wollte sagen, er kriegt erstmal rechts und links seine Schelle. Und dann schreie ich ihn an und bin so, was zum Teufel, Mann? Aber offenbar hat das schon jemand anderes für mich erledigt. Oh Gott, was ist denn hier los? Hat er sich selbst erschossen? Oh, es sieht aus wie ein Selbstmord. No! Ich konnte nicht glauben, was ich da sah. Können wir die Zeit zurückdrehen? Ich ihn trotzdem noch fragen. Das ist nicht wirklich seltsam. Armes Baby. Also damit meine ich jetzt Yuma, weil er so fertig ausschaut. Na, das ist jetzt doof. Jetzt macht Yuma so die Tür auf. Ah ja, Entschuldigung. Das Doofe ist, dass halt da auch eine Kamera ist. Bei der Treppe, das heißt, die werden uns auch sehen. Aber warum? Er hätte ja wirklich einfach die Treppe runterlaufen können. Das verstehe ich nicht. Irgendwie ist das komisch. Oh, scheiße, die Explosion. Alles geht hier irgendwie gerade den Bach runter. Das ist ganz komisch. Warum flieht er denn aufs Dach, um sich dann zu erschießen, wenn da eine Treppe ist? Wakarimasen! Ich bin immer in Panik. Das ist mein Ist-Zustand. Ermitteln. Was? Ach du meine Güte. Regenschirm? Ein Regenschirm. Keine Ahnung, aber ich habe Punkte bekommen. Das ist das Wichtige. Ah, Dachkante. Was? Warum ist da alles kaputt hier unten? Das war letztes Mal noch nicht so. Oh! Deswegen. Okay. Dom. Ein bisschen Schutt liegt da unten. Jo. Oh Gott. Ja, es muss... keine Ahnung. Es ist uns niemand entgegengekommen. Scharfschütze? I don't know, man. Es wäre schwierig, von hier runterzuspringen. Hm. Schwierig, aber nicht unmöglich. Hinterer Parkplatz. Ah.
下の駐車場で爆発があったみたいだ。爆発の影響でアジトの壁に大きな穴が開いている。見たところ犠牲者はいないようだけど、そもそもあの爆発は何だったんだ。シャチさんの死と何か関係あるのか。Das Unterhalb des Gebäudes. Ja, okay. Nachbarsgebäude. Tür. Auf der anderen Seite, Joa. Nein, lieber nicht. Entschuldigung. Ich beeile mich grundsätzlich nicht. Ein Schlüssel. Das ist alles sehr merkwürdig. Der rennt aufs Dach, sperrt zu, aber rennt die Treppe nicht runter, sondern er schießt sich? Das ist alles sehr suspekt. Ja, aber wieso sollten sie dann wieder zurückgehen? Aber wozu? Die Friedenswächter könnten einfach lügen. Ja. Gut. Schlüssel wurde im Schlüssel noch gelassen. Jo. Ja, ich beeil mich doch. Schwebt so davon, nachdem er den Mord begangen hat. Gut. Eine Fahrt zwischen ihnen selbst mit einem Heißluftballon nicht möglich wäre. Den Heißluftballon hätte ich sehr gerne gesehen. Und da ist nichts. Hier noch irgendwas. Hier die Überwachungskamera. Ja, blöd. Blöd für uns. Blöd für alle. Ich bin immer noch sehr verwirrt. Die Bomben sind jetzt explodiert oder haben wir noch Zeit? Weil der ganze Sinn der Sache ist, dass wir verhindern wollten, dass die Bomben hochgehen. Ich weiß es einfach nicht. Gut, hier ist sonst nichts. Hier am Boden noch irgendwas. Abgesehen von einer Leiche. Nö, ich glaube nicht. Also. Die Waffe, die aber mal 50 mal größer ist, sie sollte. Auch die noch? Ist der Rauch gewesen oder ist das einfach das Wasser, das glitzert? Ja, einfach mal die Tatwaffe anfassen, sehr intelligent, Yuma. Okay, also es wurde auf jeden Fall geschossen mit der Waffe. Inwiefern? Ja. Und? Weil du sie mit rechts hältst und mit links dann nach, oder was? Heißt das, er ist Linkshänder oder so?
Ich bin kein Waffenexperte, also von daher. Was warst du denn für ein toller Hecht, Yuma? Und hat die Waffe in welcher Hand gehabt? In der rechten? War Rechtshänder oder Linkshänder? Wenn die Waffe, er hat sie jetzt in der rechten Hand. Aber wenn die Trommel so nach Dings aufgeht, naja. Wir werden ja alles sehen. Erstmal die Leiche beobachten, anschauen, anfassen. Naja, es hat sich ja, ist ja gerade eben erst gestorben, also. Da liegt die Brust herausgeschwellt. Irgendwo hingeflogen. Müsste sie da nicht dem Schädel sein? Oder ist sie wieder rausgekommen? Ah, okay. Sie ist wieder rausgekommen. Gut. Ich glaub dir, danke schön. Gut. An beiden Schläfen. Oder ist von rechts und links erschossen worden. Gut, vielleicht ist es alles, was ich untersuchen kann. Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also, Ermittlung beenden. Fertig. Fast alles. Wir müssten noch nach unten. Und vielleicht die Aufnahmen anschauen. 10 Sekunden reichen. Müsste ja von der linken Seite hier erschossen worden sein, oder? Weil das Blut auch so liegt. Selbst wenn jemand am Dach gestanden ist. Und vor allem ist der oft bei der Winkel, wie der Schuss in die Schläfe rein und rausgegangen ist, wenn es so gewesen ist, geradlinig. Es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das so wäre. Weil es deutet nichts darauf hin, wie sie reinkommen, wie sie da kommen. Da, breitbeinig marschiert. Ich bin schon weg. Nö. Wie sie schauen. Er war schon so, wie ich hier angekommen bin. Er ist ja nicht zu ertragen. Gott. Bye bye. Wir laufen. Einmal läuft er davon, endlich. Ich bin nur ein Detektiv in Ausbildung. Ich finde schön, wie er diskutiert, während er davon rennt. Stehen bleiben. They could just shoot, but I don't know. Welchen Weg? Links? Weil von rechts sind wir gekommen. Oi! Verzeihung. Mädchen, wir werden verfolgt. Also ich zumindest.
Das ist... Sollten wir vielleicht aufstehen? Okay. Das Winken. Schnell! Die Friedenswächter sind echt langsam. Dass sie, ich meine, sie waren auf der fast unteren Stufe. Sind sie vielleicht gestolpert und runtergefallen, alle miteinander? So übereinander. Ah, Frank! Verdammte Scheiße! Also, Entschuldigung, ich war aufgeregt! Oh Gott. Der Richter-Ockerfrei ist hier, oder? Reden Sie von sich selbst, Ma'am. Schau dir auf ihrem Rücken also ein Dreieck. Der Yuma hat das auf seinem Ding jetzt auch. Vielleicht hat das einfach nur... Also, das hat einfach nur damit zu tun, dass das von der Amaterasu Corporation gemacht ist. Weil der Yuma hat ja keine Klamotten gehabt. Oh Gott. Aber ich finde solche Details immer ganz süß eigentlich. Ich habe am Anfang noch geglaubt, so, das hat irgendwas Tiefgründiges zu bedeuten oder? Und sowas. Aber es ist, glaube ich, einfach nur ein Design, ein Logo. Wo sollte ich denn hingehen? Jemand ist gestorben. Übrigens, was ist mit der Bombe? Wir haben immer noch das Armband um. Wieso? Ich glaube auch nicht, weil wenn du die Zeit zurückdrehst, dann drehst du es ja auch so zurück, dass wir zurücklaufen. Also wir wären ja so oder so am gleichen Ort gewesen und wären nicht rechtzeitig hingekommen zu ihm nach oben. Ja, die Bombe, das Armband. Irgendjemand, möchte irgendjemand mit mir vielleicht was dagegen tun? Oder wollen wir... Nein? Okay. Entschuldigung. Ja. Halbe Stunde vielleicht? 15 Minuten, okay. Wieso ist ihr Haargummi da so rot jetzt? Das hatte vorher nicht die Farbe, oder? Ist das Licht einfach nur? Yuma, steh mal gerade, du hast einen vollkommenen Rundrücken. まだ保安部が見回りをしているはずですし、時を戻す場合には僕が使えた方がいいと思うので。では、お言葉に甘えて。なぜでしょう。命のかかった緊急事態なのに、こうして仲間と手をつないでいると、落ち着いた気持ちになって、不思議となんとかなるような気がしてきます。Das freut mich für dich. Die Bomben!
Leute! Shinigami, ich habe schon einmal gesagt, wenn du mich so behandeln würdest wie sie mich, dann würde ich das gleiche auch zurückgeben. Aber leider, tja, ist unsere Beziehung ein bisschen anders. Das heißt aber nicht, dass ich dich weniger liebe.